Hallo Leute, seid herzlich willkommen zu einer zu meinem Weihnachtsspecial. Heute eine Adventure Map, sage ich jetzt mal. Eine Weihnachtsmap. Die Map-Erstellerin findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, in der Beschreibung also. Ja. Da findet ihr den Map-Download und den YouTube-Kanal der Map-Erstellerin. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, die Karte ist sehr, sehr cool. Ich habe mir da ein Let's Play von angeguckt. Ich weiß ungefähr, wie es läuft, aber passt schon. Und ja, das Ganze ist in 1.8. Und, ja, was gibt sonst was zu sagen? Ja, genau. Ich habe jetzt das Texture Pack Paper Cutout. Hier, Paper Cutout. Normalerweise... Also es sieht schöner aus mit einem Texture Pack, das ist ja Sommer Christmas Texture Pack. Nur das Problem ist, dieses Texture Pack gibt's nicht mehr. Ich habe das nirgendwo gefunden, dieses Texture Pack im Internet. Also gibt es das auch nicht. Und also nicht mehr. Es wurde von der Planet Minecraft Seite gelöscht. Steht da. Oder es ist zumindest nicht verfügbar. Und ja, deshalb habe ich dieses Texture Pack jetzt genommen, wie gesagt, Paper Cutout. Normalerweise sieht es alles viel, viel schöner aus. Gerade dieses Haus. Der Rest sieht eigentlich auch so jetzt schön aus. Aber dieses Haus sieht jetzt eigentlich hässlich aus. Aber in diesem Texture Pack, was eigentlich für diese Map gedacht ist, sieht das wunderschön aus mit so Lebkuchen und so weiter. Gut, schau in die Kiste, viel Spaß. Dann fangen wir jetzt eben an. Hier ist übelst viel Essen drin. Oh Mann. Bisschen hier was weg. Ja, wir brauchen eigentlich gar nichts davon aus Potatoes. Und dann sind hier noch zwei Bücher. Einmal Regeln und Stories. Und ja, hier ist auch noch ein bisschen Ausrüstung drin. Zwar hier zum Beispiel Diamantsachen. So und so. Und ja, erst die Regeln. Übrigens, diese Map ist eigentlich gemacht für den Basti Zock. Da habe ich es auch gesehen. Aber ich spiele sie jetzt auch, deshalb das Buch ist ein bisschen auf den bezogen. Wobei es könnte für mich auch zählen, mein Spaß. Ihr werdet jetzt gleich sehen, warum ich das sage. Und zwar Regeln so wie immer, spiele auf einfach, hab Spaß, du bist der Beste. Deshalb, das meinte ich mit dem Beste. Gut, mag auch auf mich zu treffen. Gut, Schwierigkeit habe ich auf einfach, wie ihr seht. Und ja, jetzt kommt dann die Story. Es ist der 22. Heute ist der 24. Aber es ist der 22.12. Und du freust dich nach dem Aufwachen mega auf deinen Kalender. Doch als du in die Kiste schaust, musstest du feststellen, dass dein Kalender weg ist. Anstelle deines Kalenders ist dort ein Zettel, der Folgendes besagt. Ich, Grantelbart, habe deinen Kalender geklaut. Jeder Kalender mit köstlichem Allerlei soll mein sein. Zieh dich an und mach dich auf die Suche nach Grantelbart, um deinen Kalender zu retten, bevor er jedes Türchen öffnet. Grantelbart hat überall kleine Hinweise versteckt. Folge diesen und erledige alle Aufgaben, die er dir stellt. Erstes Rätsel. Der kleine Pfeffi ist riesengroß und hat ein kleines Geheimnis. Wahrscheinlich ist ein Schwanz. Nein, Spaß. So. Hier hätten wir theoretisch noch die Ledersachen, aber wir haben ja die Wandsachen. Also gehen wir hier mal raus. Und der ist der kleine Pfeffi. Und ja, er hat ein kleines Geheimnis. Wir gehen mal hier hinter. Ja. Hier ist direkt schon die Luke. Nach unten, unter diesem Pfeffi. Hier sind Slimeballs, ganz viele Slimeballs. Und Pfeile. Und eine Aufgabe Nummer 2. Du hast Pfeffis Geheimnis gefunden. Betätige nun die Schalter, um die Türen zu öffnen, um zur nächsten Aufgabe zu kommen. Gut, hier ist es einfach. Hier muss man einfach nur Steinball werfen auf die Druckplatte. Hier ist ein bisschen Können gefragt, auf den Knopf zu schießen. Ja, Können gefragt. Jetzt. Behindert. Muss man da schnell sein? So. So, jetzt wurden wir teleportiert und hier steht ein Skelett drin. Ich glaub's auch. So. So, hier sind 4 Leitern drin und noch ein Buch, Aufgabe 3. Grantelbart hat den Schalter von der Tür gestohlen. Finde nun einen anderen Weg hinaus. Das ist übrigens ein Stiefel, so ein riesen Weihnachtsstiefel. Nein, das ist das Spawnhaus.
Und ja, dann gehen wir hier mal hoch. Hier kann man zum Beispiel eine Leiter setzen. Und die anderen Sprünge sind eigentlich einfach hier noch eine Leiter. Dann passt es locker. Also ist jetzt nicht hier ein großes Können. Teleporter. Springen. Oh mein Gott. Wir sind hier in einem riesigen Schneemann, glaube ich. Aber verkackt natürlich. Schauen wir mal hier in die Kiste. Book and Quill, also Buch und Feder. Zuerst in die Kiste schauen. Ja, haben wir jetzt gemacht. Dieser Schneemann ist hohl. Warum? Wahrscheinlich im Schädel. Das werden wir nie erfahren. Finde nun ein Gefährt, welches sich nur im Kreise bewegt. Dort ist die nächste Aufgabe. Ja, dann gehen wir hier mal raus. Soll der da schon sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, oder? Hey, lol. Na, egal. Ach, das sind nur ganz normale Kartoffeln. Ja, dann nehme ich doch lieber Äpfel. So, oh, da ist ein Karussell, was sich nur im Kreis dreht. Ja, okay, ich habe die Map schon geguckt, ich weiß was. Aber trotzdem, so schwer ist es jetzt eigentlich auch nicht. Aber gut gemacht. Das muss ich sagen, mir gefällt diese Map. Zuerst den Command-Block benutzen. Drehe nun eine Runde auf dem Karussell. Klicke dabei auf die Command-Blocks. Also ich finde das echt ziemlich, ziemlich cool gemacht. Dann drehen wir hier mal unsere Runde. So, Runde gedreht. Und jetzt in die Kiste. Book and Quill und 16 Schilder. Die Rentiere sind beim Abzählen ausgebüxt. Finde sie und zähle sie. Benutze die Schilder, damit du keine Doppel zählst. PS: Die Anzahl der Schilder stimmt nicht mit der Rentiere-Anzahl ein. Naja. Wenn du dies getan hast, begebe dich zum Weihnachtsbaum. Okay. Was machen wir? Dann fangen wir mit dem ersten Rentier an. Ich glaube, der Adventskalender muss der da sein. Ich weiß es nicht. Eins. Zwei. Drei. Hier ist vier. Hier ist fünf. Dann ist hier sechs. Hier ist sieben. Hier ist acht. Und welches hatte ich noch nicht? Das hatte ich schon. Das da oben hatte ich glaube ich noch nicht, oder? Das hatte ich auch schon. Dann sind jetzt acht. Aber ich weiß natürlich, dass es neun sind. Ja, das habe ich vergessen. Neun. Jedes andere hat jetzt ein Schild, das heißt, wir haben neun. Da ist der Schneemann von außen. Finde ich sehr cool gemacht. Also der sieht echt hübsch aus. Muss ich ja sagen, der sieht echt geil aus. Und jetzt sollen wir uns zum Weihnachtsbaum begeben. Der steht hier. Dann schauen wir mal in die Kiste. Siehst du die zwei Geschenke dort? Eines von ihnen enthält die nächste Aufgabe. Da sind zwei Geschenke. Schauen wir mal. Gehen wir hier rein. Wir gehen zuerst hier rein. Ich weiß, dass es das Falsche ist. Oh. Geschenk Wasser. Okay. Hier ist das Richtige. Springen. Ein kleines Fledermäuse spawnen. Finde den Schalter. Habe ich. Aber die Nerven. Dann gehe ich lieber weg. So. Ob der Sitz schon warm ist? Lol. Ja. Okay, gerade FPS-Einbrüche. Nochmal Buch und Feder. Der Schlitten des Weihnachtsmanns ist zum Abflug bereit. Schnapp dir Rudolf. Er weiß, wo sich die letzten Aufgaben befinden, um zu deinem Kalender zu kommen. Und jetzt gleich wird's echt richtig, richtig cool. Das kann ich euch sagen. Das wird echt cool. So, natürlich ist der Rudolf ganz vorne. Der mit der roten Nase. Rudolf. Und hier ist der Coca-Cola-Truck. Ohne Truck. Also nur der Anhänger. Aber trotz, altes leckt. Alter, heilige Kacke leckt. Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Nee. Meine FPS sind gerade auf 50. Ich glaube, da mache ich mal kurz was mit meinen Macht und Musik und Sound und Video-Settings. Es leckt generell. Dann muss die Arena Distance mal ein bisschen runter. Ja, man merkt's. Direkt 50 FPS mehr. So, Buch und Feder. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Geh in den Truck.
Dort warten die letzten Aufgaben. Grantelbart, also Grantelbart eigentlich. Du wirst die Aufgaben nie schaffen. Gut. Nee, nicht gut, aber trotzdem. Wo ist denn bloß der Eingang von Tor? Wir müssen auch gar nicht dem Gloster folgen. Nein. Es ist auch gar nicht auffällig, dass hier nur eine einzige Stütze ist. Naja, egal. So. Hier ist der Coca-Cola-Truck. Hier geht's nur weiter. Fenster raus. Ich weiß es. Boing. Das sind nämlich Schleimblöcke. Schleimblöcke. Oh, Kacke. Den habe ich jetzt nicht gepackt. Auf jeden Fall, da sind halt Schleimblöcke drunter. Boing. Yay. Ist hier hoch. Boing. Oh, Scheiße. Das war natürlich Fail. Boing. Hey. Ich bin da gerade zu dumm für. Bin ich jetzt eigentlich komplett behindert gerade? Ich glaub schon. Ey, gut, jetzt habe ich es geschafft. Hier auch nochmal. Zack. Na. Übrigens, wenn ihr unten auf dem Teppich, sag ich jetzt mal, aufschlagt, müsst ihr nochmal Leertaste drücken, also nochmal springen, damit ihr höher kommt. Ich bin gerade zu doof dafür wieder mal. Okay, da war ich noch nicht auf den Slimeblöcken. Ja, ich pack das noch. Zack. Alter. Und normalerweise. Hey, das sollte. Moment, das geht das nicht. Ich denke mal, das ist ausgetestet. Wäre sonst ein bisschen blöd. Wenn es jetzt natürlich nicht ausgetestet wäre, ich glaube schon. Hä? Ich check das nicht. Bin dazu dumm für. Ich hab das ja auch noch nie gemacht, so. Und man muss es ja immer einmal so gemacht haben, damit man besser wird. Hä? Es leckt doch immer, wenn ich da runterspringe. 14. Oh Gott, ich weiß nie, wann ich aufschlage, weil es immer so leckt dann zwischendurch. Ist doch nicht feierlich, Moment. Oh, ups. Da bin ich außerhalb. Oh Gott. Bin ich aus dem rausgegangen, wollte ich nur auf Options. Video Setting, machen wir die nochmal runter. Wir brauchen ja jetzt nur 6 dann. Ja, es läuft definitiv flüssiger nochmal. 5 PS mehr, glaube ich. Nein, irgendwie nicht. Okay. Ich gehe nochmal eben hoch. Normalerweise. Wieso werde ich denn eigentlich auch gar nicht mehr so hoch geboostet? Also gerade wurde ich viel mehr hoch geboostet. Viel höher war das doch auch nicht. Nee. Hä? Ich bin gerade zu dumm, um zu springen, wenn ich aufkomme. Ich glaube, ich mache das dann immer zu früh, kann es sein. Zu spät, meine ich. Ich kann das nicht. Und ich verstehe es auch nicht, warum ich das nicht kann. Hä? Hier sind Slimeblöcke drunter. So, das ist ja klar. Oh Mann, jetzt geht's nicht so. Trotzdem, hey. Ich verstehe dich nicht. Ich bin da zu blöd für. Tut mir jetzt leid an der Stelle. Aber für diesen Jump bin ich zu blöd. Quiztime. Spawn Point. Also slash Spawn Point. Point. Slash Spawn Point. So. Genau. Okay. Wie viele Rentiere hat der Weihnachtsmann? 6, oder? Nein. 9. Ja, da fängt schon an. 9. Was geschah an Weihnachten? Rudolf wurde gesichtet. Nein. Gott, ich bin so blöd. Geburt Jesus? Ich kenne mich damit Kirchen nicht aus. Welches Rentier hat der Weihnachtsmann nicht? Rodolfo. Ist die Decke nicht wunderschön? Oh doch, vor allem da sie mir den Weg weist. Eine wunderschöne Decke. Wunderschön. Ich meine, okay, hier gibt's ja nur einen Weg, von daher passt es. Wunderbar. Gut, was müssen wir machen? Hier wurde man teleportiert. Spawn Point. Nochmal Spawn Point. Folge den Lichtern. Oh mein Gott. Ist das eine Grabstätte?
Es ist nicht. Egal, schnell weg hier. Es ist nicht Weihnachten. Du hast es geschafft. Oh nein! Grantelbart war schneller. Schneller, wahrscheinlich. Und hat alle Türchen geöffnet. Da sie nun offen sind, kannst du sie dir auch anschauen. Gut. Dann gehe ich mal in Game Mode 1, würde ich mal so sagen. Hier mein Inventory. Und fangen wir mal unten links an. Bei Türchen 1. Oh mein Gott, wer ist das wohl? Das ist ungespielt. Und weil es ungespielt ist, und es ja gerade die schlimmste Zeit für die Ungespielt-Fans ist, mache ich hier natürlich als Andenken an Ungespielt, warum den es mir jetzt nicht mehr gibt. Also nur zur Aufklärung. Okay, ihr werdet es ja eh schon gesehen haben. Ach, sogar Unge hat es denn geschrieben. Ja, ich glaube, das war aus Versehen. Oder vielleicht ist ja eine Mitarbeiterin von Mediacraft. Und wusste, dass das passieren würde. Oh mein Gott, Illuminati. Nein, okay. Ich habe übertrieben. Tut mir leid. Ich weiß ja nicht, wann diese Map erstellt wurde. Ob das Zufall ist, dass da nur Unge steht. Oder ob es eine Verschwörungstheorie ist. Man weiß es nicht. Oh mein Gott. So, auf jeden Fall. Hier stellen wir jetzt mal hin. Rest in Peace. Ungespielt. Plus. Ungefilmt. Plus. Mediacraft. Nein, okay, das gehört da nicht hin. Okay, Rest in Peace, ungespielt, ungefilmt. Oh, Mediacraft. Und, das habe ich mir ausgedacht, Mediacraft was doomed to fall by Unge. Using, oh Gott, Community. Gut. Übersetzt übrigens, Mediacraft wurde von ungespielt zum Fallen verdammt, als er Community benutzt hatte. Oder irgendwie so. Auf jeden Fall. Hier oben steht auf jeden Fall, Mediacraft wurde von ungespielt oder Unge zum Fallen verdammt. Ich finde, das klingt gut. Ja, auf jeden Fall, das habe ich jetzt als Andenken gebaut. Und ja, jetzt kommt Türchen 2. Türchen 2, Türchen 2, Türchen 2 ist hier auch irgendwo. Das ist 3. 14, 5. Ich bin so behindert, ne? Wieso suche ich das? Ja, da. Wer ist das? Ist das Sinus HD? Ja, das ist Sinus HD. Kennt ihr. Dann die 3 hatte ich doch gerade hier 10. Hier. Was ist das? Eine Kloschüssel? Nein, das ist ein Auge der Illuminaten. Nein, ein Minion. Yay! Ach, jetzt wo ich Minion weiß, dann sehe ich's. Das Auge der Illuminaten. Gut, Nummer 4. Nummer 4 ist hier. Was ist das? Das ist Concrafter. Mit Spaß, das ist Weiß-Weiß. Warum nicht, ne? Warum nicht Weiß-Weiß? Nummer 5 war hier unten, genau. Wer ist das wohl? Ein Pinguin? Oder ein Mitarbeiter von Mediacraft? Nein, es ist Alex oder Max. Wer ist das? Kenn ich. Verschwörung. Nummer 6. Das ist ein Kuchen. Ein Kuchen. Das wusste ich. 7 ist der hier. Was ist das? Es ist Kalle. Oh nee, es ist Kalle. Es ist Kalle. 8. Auf jeden Fall, jetzt geht's etwas schneller mit dem Suchen. Da ich halt jetzt mich anstrengen, mein Spaß. Weil ich jetzt halt irgendwie professioneller geworden bin. Gibt's hier überhaupt eine 8? Ja, hier unten. Hey, soll, das ist 8. Ja, klar, wir suchen jetzt ja 9. Sag darüber, wer ist das? Das ist Rudolf. Das ist Rudolf. Jetzt kommt die Nummer 10. Nummer 10, Nummer 10, Nummer 10. Nummer 10, hier oben. Das ist ein Schneemann. Ein
Nee. Jetzt kommt 11. 11. Übrigens 19 wird cool. Den 11 da. Mein Gott, nein. Das ist ja die 11. Ich bin jetzt immer rechts geflogen von den Sachen. Ach komm, ist jetzt auch egal. Ich zeig's dir alle nach der Reihenfolge. Das ist Basti zockt. Hier kommt man auch zum Anfangshaus. Ich danke fürs Spielen der Map. Ich bin kein Profi. Aber ich habe mir sehr viel Mühe und sehr viel Zeit genommen, um eine schöne weihnachtliche Map zu bauen. Ich wünsche frohe Weihnachten, MFG Sora. Dauert das Bauen circa 14 Stunden mit Pipi und Essenspausen. 14 Stunden, also Respekt an dich. War eine richtig, richtig coole Map, falls du es überhaupt siehst, was ich jetzt ja wohl mal bezweifle. Aber gut, wenn du es siehst, sehr geile Map. Hier ist wie gesagt der Weihnachtsmann, hier ist der Weihnachtsschlitten. Hier ist ein Tannenbaum, denke ich mal, ja. Sieht aus. Ein Geschenk. Hier ist Rudolf, beziehungsweise generell Rentiere, würde ich jetzt mal so sagen. Dann hier der Kuchen. Das ist ein kotzender Kuchen. Das ist, wie war das? Sinus HD. Das hier ist Weiß-Weiß. Dann kommt hier der böse Elf, also der böse Elf. Hier ist Rudolf. Hier ist Brammen von Beatsmeet. Hier ist der Grunk. Meine Freunde, der Grunk. Hier ist ein Weihnachtsmann. Und hier ist MC Expert. Halt die Klappe! Das ist Transtor. Kenn ich nicht. Ich will jetzt die Klappe halten. Behinderter. Okay, der Creeper war's nicht. Aber der Zombie war's. So. Das hier ist der Rex oder Alex. Hier ist dann noch ein Elf. Hier ist halt der Minion. Hier ist der Kalle HD. Und hier ist die Geschichte, die mich zur Weißglut bringt. Gut, dann geht's jetzt zurück hier zum Anfangshaus. Und ich würde sagen, das war's jetzt von der Map. Ich hoffe, diese Folge oder diese komplette Map hat euch gefallen. Ja, dann lasst bitte eine Bewertung da. Oder ihr könnt eine Bewertung da lassen. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen, wenn ihr jetzt natürlich neu auf dem Kanal seid. Wenn ihr es nicht machen wollt, euer Problem. Verpasst ihr halt meine Videos. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Aber übrigens, falls ihr dieses Video einfach nur abgrundtief scheiße fandet, dann gebt ein Dislike. Aber schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich besser machen kann. Also konstruktive Kritik, damit ich nicht sehe, oh mein Gott, es hat ein Dislike. Da hat es jemandem nicht gefallen. Sondern ich möchte gerne wissen, warum es dir insbesondere nicht gefallen hat. Und falls du dich schämen solltest, ein Dislike zu geben und deshalb nicht diesen Kommentar schreibst, dann war dieser Dislike umsonst. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden wir. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ja, vielleicht habe ich ein Silvester-Special raus. Ich weiß es nicht. Nein, 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 ich weiß es nicht. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.